Oh, moin moin, liebe Leute, herzlich willkommen, sag gegrüßt. Neue Runde LS22. Nordfriesischer Marsch. Wir müssen erstmal wieder ein bisschen Chaos hier beseitigen, denn hier treffen sich wieder alle möglichen in der Kreuzung. Da müssen sich auf dreispurige Bahn irgendwann machen, ne? Dass sie dann rechts noch dran vorbeifahren mit Autodrive und die Linksabbieger sozusagen eine eigene Spur kriegen für die Linksabbieger und so weiter. Aber das vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber auch nicht so viel Platz hier. Da müsste ja auch die Leitplanke weg und das Feld müsste kleiner werden, nur damit man hier noch eine weitere Spur bekommt. Das ist aber auch ziemlich weit. So, 21 weitere. Was machen wir Schönes? Wird blockiert, muss entladen werden. Wir sind natürlich immer noch im Ernten und am Produktion versorgen. Aber ich habe wie in der letzten Folge schon gesagt, wird langsam knapp. So, meine Herbizidproduktion steht auch da, auch bei der Biogasanlage. Nach Christoph, macht Sinn da, ne? Ist eine ganz gute Position, denke ich auch. Wenn der Giants-Verkehr ein paar Verkehrsregeln würde, ja, das stimmt. LC-Produktion auf das Gelände der Raffinerie hat Outback das stehen. Ende machen, ich mache das mehr, nicht du. Hä? Lars, du musst mal ein bisschen üben. Wir verstehen das so nicht. Was heißt das? Ende machen, ich mache das mehr. Nix verstehen. Hat nicht gereicht, ne? Hat aber gereicht dafür, dass wir sehen, dass da Kompost zweimal reingekommen ist. Pflaumenplantage und Birnenplantage würde sich ein bisschen Kompost wünschen. Und die Brauerei ist das gewesen, vielleicht mit der Palette, der zweite Verdächtige. So, lass mal gucken. Das also erst nicht das erste Mal heute negativ aufgefallen. Warum steht der hier so komisch mittendrin? Also der fährt jetzt zurück. Na gut. Die Webcam da weg. Deutsche Quelle, ne? So, so ist auch wieder eine Kamera da auf YouTube. Ja, unsere Karottenernte ist durch, Leute. Dann heißt es jetzt Hof, einmal tanken, waschen, reparieren, was auch immer. Hof. Werkstatt. Danach geht es in die Kartoffel, da müssen wir einmal Schneidwerk umhängen. Gibt es nicht irgendwie als Abfallprodukt in der Gemüsefabrik Kompost? Oder habe ich da auch Schweinefutter gemacht? Kompost wäre ja praktischer, weil es ja gleich nebenan gebraucht wird. Das ist Kompost, ne? Ja, hatte ich mich da.
läuft nur noch nicht so lange. Nicht viel, aber ganz bisschen, ne? Für eine Produktion reicht es ja vielleicht. Mal gucken. Nur mehr als gedacht. Aber es reicht trotzdem eigentlich nur für eine, ne? Braucht das jetzt nicht noch wieder aufteilen. Schmeiß es nur bei einem rein und dann haben wir demnächst nochmal eine große Ladung für den anderen. So, dann stellen wir den jetzt ein. Kartoffeln. Kartoffeln brauchen wir aber auch fast nur in der Kartoffelfabrik. Und danach geht es zum Feld. 57. Das hätte man ein bisschen anders abladen sollen. Düngerherstellung wünscht sich Gülle. Schlecht aus, haben wir auf dem Feld ausgebracht. Aber in 3 Tagen, 14 Stunden werden wir schon ausreichend neue produziert haben, ne? Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Zeit. Ach man, ey. Die Drescher heute, ne? Keine Freude. Es war nur kurz Freude, als wir selber abgefahren haben. Aber jetzt ist er wieder raus. Okay, keine Sorge. So, dann ja, soll ich das mit dem Holz noch machen, damit wir ein bisschen Geld auf dem Konto haben. Zumindest eine Portion sollen wir mal schnell machen, ne? Ja, hier hätten wir auch schon mal ausgedünnt. Follow. Suchst du Mods oder was? Ups. Verstehe ich nicht. Was für Mods? Ups. Ach so, hier. Nee, ach komm.
Moderatoren. Ich denke, wir sind hier im Landwirtschaftssimulator und spielen mit Mods. Sag mal, erstmal die Mods, du meinst Moderatoren. Nee, danke. Im Normalfall haben wir hier fast eine ausschließlich immer vernünftige Community. Ist nur ganz selten, dass mal irgendwelche Störenfriede auftauchen und rumalbern, rumnerven oder irgendwas sonstiges, leidiges, was, ne? Was Niveauloses loslassen. Aber einige, ne? Ich sage immer, ich habe ja auch, ne? Die können ja nichts dafür. Ballenlager, ja, findest du unter noch in Zukunft, findest du es unter Pet Mods Ballen. Aktuell ist aber noch unter Gebäude und Silos. Da sind die Ballenhallen. Kann ich auch noch weg hier vorne. Ja, die Bäume haben eine ziemlich große Baumkrone, da brauchen wir nicht so viele. Ich kann auch nicht einen Livestream machen aktuell, ohne nicht Holz gemacht zu haben. Geht wohl nicht. Hier sind da keine. Die sind im Fett-Mods-Paket. Ne? Hast du nur das Fett-Produktions-Pack drin? Und so schnell haben wir da 92.000 Holz rausgefischt. Da ist natürlich noch deutlich mehr. Also es lohnt sich schon, diese Ulm. Ne? Also da kannst du reich mit werden. Wenn wir nochmal ohne Ende Geld bräuchten, auf eine einfache Art und Weise. Aber das ist halt zeitlich jetzt schwer. Wobei, die wachsen ja schnell. Ne? 9 Monate, was war das? Also das schaffen wir auf jeden Fall noch, denke ich. Also werden wir noch schaffen. Irgendwie machen wir das, dass wir es schaffen. Also Modliste, ne? Eigentlich habe ich so gut wie alles in der Modliste verlinkt. Den genauen Namen weiß ich nicht, aber wenn du dir in Ruhe mal die Modliste mal anguckst, Zekra Gaming, dann müsstest du eigentlich was finden, oder? Muss ich mal gucken. Der Holzwurm ist drin. Borkenkäfer, wie war das? Termiten. Ganz neu hier in Nordfriesland. Ich würde behaupten, dass der... guck mal, ne? Das ist also dieses Holz, das bringt so verdammt viel Geld. Och nö, Leute, was macht ihr heute immer nur Quatsch? Das merkt man, das hat System heute, ne? Also das brauchen wir nicht wegdiskutieren. Das hat heute System, dass die sich immer irgendwo... Irgendjemand trifft sich immer mit irgendjemandem heute. Das ist wieder so ein Tag. Das ist eigentlich, sieht schon so gut aus, der Mais, ne? 5 von 6 Futter. Na gut, 6 von 6 Futter wäre besser wohl. Jo. Die brauchen noch 37 Minuten auf dem Feld. Auch schon ordentlich Bohnen geerntet auf jeden Fall. Und du warst doch auch ein Rottenfahrer, wieso hast du hier Pause gemacht? Oh, ist voll! Okay. Ich
Ja, macht nichts. Dann fahren wir dem auch zum Hof. Einmal reparieren, tanken, bevor es in die Kartoffeln geht. Den machen wir erstmal wieder aus. Hilft eh nichts. Ist alles hoffnungslos. Machen wir die Zeit wieder auf mal 1, dann kommen wir wieder neue da rein. Aber wir produzieren halt auch ein paar Rohstoffe, die wir wieder brauchen. Ist ja auch egal. So. 33. Ne, danach ist 57. Das wird auch lange dauern, ne? Bin gespannt. Was wir da für eine Zeitkalkulation reinkriegen, das wird heftig, glaube ich. Kartoffeln auf dem Feld. Und zur Kartoffelfabrik abfahren, das ist schon eine Strecke. Also ich werde definitiv im LS25 was machen, klar. Weil ne, ich brauche eine ordentliche Karte, die mir persönlich gefällt, die ne, nach meinen Vorstellungen, überwiegend nach meinen Vorstellungen gestaltet ist. Es ist ja nicht so, dass nicht auch Gestaltungsideen von der Community mit drin sind. Aber erstmal wollen wir eine Vierfachkarte, weil eine Standardkarte das ist mir viel zu klein. Da kannst du halt, da brauchst du mit solchen Geräten nicht viel arbeiten. Dann machst du halt nur Kleinkram, also brauchst du kleine Trecker, kleine Mähdrescher und alles. Was für Setup ich habe? Ein ganz gutes. Aktuell, ich spiele tatsächlich hier im Single Let's Play spiele ich im Normalfall nicht mit Lenkrad, Controller oder irgendwas, sondern das mache ich nur, wenn ich Multiplayer spiele, weil man da, das spielen wir halt nur selber, ne? Aber wenn Interesse besteht, genau zu wissen, welches Setup ich habe, Dutch German, dann ruhig mal da reingucken. Da ist alles verlinkt. Genauso wie ne, die Modliste. Gerne, gerne. Also kann man im Detail genau nachgucken, ne, bevor ich jetzt irgendwelche Setups hier aufzähle und so weiter. Wie gesagt, Lenkrad und so ist für mich nur sinnig, macht mir nur Spaß im Multiplayer. Wenn man da viele Strecken die ganze Zeit immer selber fährt, nicht mit Kursplay, Autodrive, in Produktionsmenü jede Minute drin hängt und sich dann eher davon gestört fühlt, dass vor einem ein Lenkrad steht, deswegen. Also offensichtlich ist unser Roder auch noch nicht hier angekommen. Sowohl als auch. Ich würde jetzt nicht pauschal sagen, wow, ja, hammer toll. Denn ich habe so zwei Geschichten, die mich ein bisschen stören an der ganzen Sache. Und zwar ist es beim Lenkrad, finde ich, ich weiß jetzt aber nicht, ob es an der Technik liegt oder ob es an dem Lenkrad immer so ist. Ich weiß auch nicht, ob jemand noch dieses Thrustmaster, ich weiß gar nicht mehr die genaue Zeichnung. Wie heißt das Lenkrad? T248. Ich finde, wenn man das so lenkt, die ersten Zentimeter so beim Lenken, ist gefühlt immer ein bisschen schwammig. Jetzt weiß ich nicht, wie gesagt, ob meins irgendwie einen Defekt hat oder ob es so ist. So, ich meine, dass das Logitech G29, was ich vorher hatte, ein bisschen direkter schon lenkt. Also gleich. Nicht erst, dass du einen Zentimeter drehst am Lenkrad und dann rastet es und dann hast du praktisch den. Die Lenkwirkung, sondern eigentlich gleich in der ersten Sekunde. Das habe ich keine Ahnung, wie gesagt, ne? Ich bin da technisch nicht der Profi. Zu sagen, ja, das liegt aber daran oder daran, mach dies nochmal, mach das nochmal. Und bei dem Farmsim-Stick, da nervt mich so ein bisschen dieser kleine Pinüppel hier oben. Sieht ihn gar nicht so einfach, ne? Der hier. Der ist irgendwie auch, vielleicht ist er kaputt, weil meine Kinder da dran rund zu viel rumgespielt haben, ist durchaus denkbar. Kann aber auch sein, dass ich da irgendwie eine Empfindlichkeit, okay, ich mach nichts, aber trotzdem dreht er teilweise, so wie jetzt, ne, ich mach nichts. Trotzdem, hier, ne, so, okay, jetzt lasse ich den los,
Jetzt bleibt er mal da, wenn ich jetzt so ein bisschen nach links mache oder mal ein bisschen nach rechts. Ja, jetzt Vorführeffekt, ne? Aber normal, ja, jetzt dreht er wieder von alleine weiter. Also der ist irgendwie, ist er von der Empfindlichkeit her. Ich habe schon mal geguckt in Einstellungen. Hab schon mehres, jetzt mache ich nichts, ne? Wie gesagt, hallo moin. Und trotzdem dreht er die ganze Zeit weiter, bis man dann wieder an diesem kleinen Penüpsel rumgefriemelt hat und mit Glück diesen Punkt gefunden hat, wo er sich nicht mehr bewegt. Das ist halt ein bisschen unglücklich. Ich habe schon mal versucht, das zu kalibrieren, aber bin vielleicht auch dafür so blöd, keine Ahnung. Das sind so zwei Sachen, die stören mich. Ansonsten, der Farmsim-Stick schon cool. Ich nutze ihn auf jeden Fall komplett für diese GPS-Geschichten, ne? Dass du, also hier den Enhanced Vehicle zum Beispiel, ne? Dass du die Linie hältst, die Spur hältst und du kannst, ich habe auch da die Geräte an, aus und sowas, so Schneidwerk heben, senken und solche Sachen. Das habe ich alles auf diesen Farmsim-Stick gestellt. Das schockt schon. Das macht mehr Spaß als mit Tastatur. So. Kartoffeln. Deswegen sowohl, also ne, hat Vor- und Nachteile irgendwie. Kartoffeln. Shit, gut. Moin, ich habe mir NF Marshall runtergeladen und die dazugehörigen Produktionen tauchen nicht in Kaufmenü auf. Wo könnte das liegen? Revamp hast du drauf? Danke. Ich habe zwei davon für Force Top. Auch mit diesem kleinen Penüpsel oben. Dreht er bei dir nicht so nach? Dann mach ich die mal rein. Dann würde mich mal deine Empfindlichkeitseinstellung in den Einstellungen im LS interessieren. Weil ich mache jetzt nichts. Ich lasse jetzt ist er gerade, jetzt hängt er, aber jetzt lasse ich los und er dreht nach oben ab. Also kann natürlich sein, dass er einen Hau weggekriegt hat, weil meine Kinder da immer an diesem Penübel rumgespielt haben. Das macht durchaus sein, dass er sehr empfindlich ist. Jetzt mache ich nichts. Jetzt geht's auch. Jetzt will ich es nur so ein bisschen mit dem Stick, weil das ist ja auch zum Umgucken, ist er ja natürlich auch ganz praktisch. Aber wenn ich den dann wieder loslasse, dann zuckt er so wie jetzt nach unten. Ich habe nicht mit Absicht nach unten geguckt. Jetzt hält er gerade wieder fest, aber wehe denn, ich komme da leicht gegen, will jetzt mal nach links gucken. Ja, dreht er automatisch wieder nach unten ab. Und ich habe schon diese, man kann ja irgendwie in diese Kalibrierungseinstellung reingucken vom Thrustmaster. Na, ne, dreht wieder ab. Und das kann jetzt kann sein, dass ich das zu empfindlich eingestellt habe, dass er noch viel weniger empfindlich eingestellt werden muss in den Prozenten. Ein Lenkrad muss man ja immer sehr, sehr wenig einstellen, damit man nicht irgendwie ein Viertel rumdrehen muss, bis er anfängt überhaupt zu reagieren. Deswegen stellt man im LS ist die sogenannte Todeszone, Death Zone, immer irgendwie, ich glaube, 14% in die Standardeinstellung. Das heißt, die ersten 14%, die man vom Lenkrad bewegt, passiert gar nichts. Und auf einmal dann fängt er an und hängt natürlich dann schon bei 15-16% hier Lenkrad-Einschlag und zack, ziehst du rum. Ne? Das ist natürlich total dämlich. Deswegen stellt man beim Lenkrad ja in der Regel die Empfindlichkeit auf vielleicht 2-4%, einige vielleicht 0, ich weiß es nicht. Und ja. Ich hatte auch mal irgendwie an den Einstellungen, glaube ich, für den warmen Farmsim-Stick rumgespielt, aber ich meine, ich hätte die mal zurückgesetzt, aber irgendwie bin ich damit, weiß ich nicht, vielleicht ist er kaputt, was ja durchaus auch denkbar wäre. Hi, moin, moin, Jessica, sei gegrüßt, vielen Dank fürs Reinschalten. Moin, moin. Vielleicht hast du mal Lust, die Empfindlichkeitswerte von dem Farmsim-Stick mir mal reinzuposten hier. Dann würde ich das gleich versuchen. Ich kann ja einen zweiten LS starten und im zweiten LS kann ich mal gucken, wie ich da bei mir die Einstellung für den Farmsim-Stick gewählt habe. Weil das würde mich schon interessieren. Das nervt nämlich schon so ein bisschen. Ansonsten kann man mit dem Farmsim-Stick nämlich in dieser Ansicht diese schönen Drehungen machen, was du mit einer Tastatur nicht so sauber machen kannst. Mit dem Controller geht es natürlich auch, aber den habe ich aktuell nicht angeschlossen. Ne, ich finde ja teilweise so für die Kamera, fürs Video, für euch Zuschauer ist es manchmal echt schöner, wenn es jetzt nicht so hin und her wackeln würde, man so schöne kleine, ne, Drehungen macht, so wie jetzt. Aber dafür muss ich den Stick verkrampft festhalten, weil wenn ich ihn loslasse, macht er das. Er dreht wieder ab. Er geht wieder in eine falsche Ausstellung. Falsche Einstellung. Und so ist es nicht zu gebrauchen, was diese Kameraführung angeht halt. So, wo ist denn wohl unser Roder hängen geblieben? Oh, ist ja weit gekommen. Nach den Karotten ist und vor den Kartoffeln. Noch ein Versuch.
Vielleicht muss man eine deutlich höhere Sensibilität im FarmSim-Stick einstellen. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich weiß, dass man das einstellen muss. Also wie gesagt, ich habe da auch schon, ne, hab da schon eingestellt. So, gucken wir uns in der nächsten Folge mal. Vielleicht kriegen wir da heute noch was raus. Ne? Bis dann, kurze Pause, bis zur nächsten Folge. Tschüss.